Heute ist ein besonderer Segen. Die Emma, unsere zweite Tochter, Emma Leilani, ist 9 Jahre alt geworden. Es ist immer ein besonderer Glory, ein besonderer Blessing, ein besonderes Licht, was sich dann über die Familie legt. Emma steht für das Urvertrauen in unserem Leben und ich finde, das passt doch wunderbar in diese Zeit, wo die Menschen verrückt geworden sind und wo es jetzt nur noch darum geht, sich an das eigene Licht zu erinnern, an dich in deinen Urkern zu begeben, deinen inneren Gott in dir wiederzufinden, zu spüren, was will dein Herz, was will diese innere Stimme dir sagen, was brauchst du jetzt und was willst du wirklich leben, was ist wirklich wichtig. Und heute an diesem besonderen Tag bin ich jetzt mit dem Phönix-Schamanismus-Ausbildungsprogramm an den Start gegangen. Für mich eine große Freude. Seit vielen, vielen Monaten wühle ich mich da durch und kämpfe. Und die verrücktesten Sachen sind auch in mir hochgekommen. Ich bin an Urängste nochmal gekommen, wie etwas nicht zu schaffen, einfach zu versagen, unfähig zu sein. Wir haben uns davon nicht abhalten lassen. Wir sind einfach weitergegangen. Manchmal stampfst du durch eine einsame Wüste, heiße Wüste, kalte Höllen, heiße Höllen, was auch immer da hochkommt. Und wichtig ist dann, gute Freunde zu haben, gute Begleiter, gute Mentoren, gute Lehrer, eine starke Familie, eine starke Frau, starke Partner in dieser Zeit. Hol sie dir und klick doch mal und ich freue mich auf dein Feedback und auf vielleicht einen gemeinsamen Weg. Bis bald, dein André Guido Schamantat. Und auf dem Weg zum Strand wurde direkt vor uns eine Schlange überfahren. Wir haben sie mit zu uns nach Hause genommen, sie gehäutet und uns auf diese Weise mit dem Schlangengeist verbunden. Das war ein besonderes zusätzliches Geschenk für die Familie und insbesondere für Emma an diesem Tag. So, hier, dieses kleine Stück können wir hier noch dran machen, das letzte. Na klar. Hier? Vielen Dank.